Herzlich willkommen zum heutigen Yoga. Setze dich in den Fersensitz auf deine Unterlage, richte die Wirbelsäule und den Nacken aus, lass die Schultern nach unten sinken und komm nun mit dem Oberkörper bei einer Ausatmung nach vorn, lege ihn auf die Oberschenkel ab, die Stirn auf die Hände, zur Kindposition. Spüre deine Atmung fließen, ruhig durch die Nase ein und aus. Spüre, wie die Atmung in die Rippenbögen, in die Flanken fließt. Spüre die Entspannung über den Nacken, die Schultern und den Rücken. Spüre dein Zentrum, deine Körpermitte, den Bereich um den Bauchnabel herum. Komm nun bei einer Einatmung langsam mit dem Oberkörper nach oben, die Hände fest im Boden verankert, und bei der Ausatmung zieh dich zur Rundung. Atme wieder ein, streck den Rücken lang, zieh die Zehen herum und bei der Ausatmung schiebe dich zum abschauenden Hund. Die Knie können weich sein, der Oberkörper zieht weit durch die Arme hindurch. Richte dich hier aus, schiebe ganz langsam mit tiefen Atemzügen in Verbindung deine Fersen Richtung Boden. Jeweils bei einer Ausatmung eine Ferse weit zum Boden und bei der Einatmung beide Knie wieder weit beugen, die Fersen vom Boden weg. Der Oberkörper bleibt lang. Und nun lass die Bewegungen schneller werden und nimm die Hüfte intensiver in die Fersendehnung mit hinein. Dreh dich seitlich mit auf, bleib dann mittig und schieb noch einmal ganz bewusst beide Fersen zum Boden, streck die Knie so lang du kannst. Und zieh noch einmal den Oberkörper sehr weit durch die Arme hindurch. Langen Hals, Kinn Richtung Brustbein. Atme sehr tief durch die Nase ein und aus und stelle bei der nächsten Ausatmung das linke Bein nach vorn, setz das rechte Knie zum Boden ab. Bei der Einatmung richte den Oberkörper zum Krieger 1 auf. Bei der Ausatmung komm über die Knie zurück zum Boden und mit der Einatmung zieh dich zur Kobra. Bei einer nächsten Ausatmung wieder zum abschauenden Hund. Die Fersen auch hier noch einmal wechselseitig zum Boden ziehen. Bei der nächsten Ausatmung das rechte Bein nach vorn stellen, das linke Knie zum Boden. Atme ein, die Arme ziehen zur Decke. Mit der nächsten Ausatmung komm langsam über die Stabposition und schließlich den Vierfüßlerstand nach unten zum Boden. Einatmen, Kobra, Schultern von den Ohren weg. Ausatmen, abschauender Hund. Und nun laufe schließlich langsam mit den Füßen nach vorn zwischen die Hände. Zieh dich vorsichtig in die Vorwärtsbeuge, einatmen halb nach oben, Ausatmung Vorwärtsbeuge, einatmen noch einmal halb nach oben, ausatmen wieder zur Vorwärtsbeuge, diesmal tiefer in die Position hinein, einatmen Stuhlposition. Ausatmen, noch einmal zur Vorwärtsbeuge
Und bei der nächsten Einatmung richte dich nach oben auf zu Tadasana. Ausatmen, die Arme zurück an die Oberschenkel. Richte dich hier aus, lockere einmal die Hüften, indem du die Knie wechselseitig zu dir, zu deinem Oberkörper heranziehst. Lass den Rücken dabei lang und nutze schließlich zur Intensivierung der Hüftdehnung deine Arme. Fass die Unterschenkel und zieh die Beine weit zu deinem Oberkörper, zu deiner Brust heran. Lockere noch einmal deinen Schulterbereich auf, kreise die Schultern rückwärts, geh vorsichtig mit den Beinen mit und nun schwing die Arme von einer zur anderen Seite, damit du eine leichte Rotation über den Rücken erreichst, über den gesamten Körper. Lass dein Becken dabei fest, lass den Kopf und den Oberkörper entspannt mit in die Bewegung hineinschwingen. Jetzt runde dich noch einmal im Oberkörperbereich, richte dich auf, wiederhole das sehr intensiv. Ausatmen, Wirbelsäule ganz rund, Bauch fest nach innen, Gesäß fest und einatmen, öffnen. Stütze nun die Hände auf die Oberschenkel und führe diese Bewegung der Katze, langen Rücken, runden Rücken, langen Hals und wieder zur Rundung einige Male hintereinander aus. Streck dich nun ganz bewusst bei einer nächsten Einatmung noch einmal ganz lang zu Tadasana, vorsichtig in die Rückbeuge und komm dann zurück in die Grundposition. Öffne deine Füße ein klein wenig mehr, die Zehen leicht nach außen. Einatmen, Arme weit nach oben ziehen und bei der Ausatmung setze dich vorsichtig und langsam mit dem Gesäß sehr tief nach unten ab. Der Rücken und der Nacken bleiben gerade. Die Handflächen liegen zusammen vor der Brust, die Ellenbogen gehen nach außen weg. Versuche hier die Fersen auf den Boden abzusetzen. Die Handflächen drücken aneinander und die Arme schieben von innen gegen die Beine. Versuche diese Position mit langem Rücken und Nacken einige Atemzüge zu halten. Löse schließlich auf und stütze die Hände vor dich auf den Boden. Konzentriere dich weiter auf deine Körperposition, auf deine tief und ruhig fließende Atmung. Balanciere dich aus. Verlagere langsam und vorsichtig dein Gewicht immer weiter nach vorn auf die Hände, auf die Arme. Die Ellenbogen sind leicht gebeugt und die Arme drücken von innen fest an die Beine. Die Füße stehen nur noch auf den Zehenspitzen und falls es dir möglich ist, löse erst einen Fuß komplett vom Boden und wechsle dann noch einmal die Seiten. Und nun versuche, ganz vorsichtig beide Füße vom Boden zu lösen, indem du noch ein klein wenig dein Körpergewicht auf die Arme verlagerst. Bauch ist fest angespannt und die Atmung fließt tief und gleichmäßig weiter. Setze nun die Fersen wieder zurück, bleib einen Moment in dieser Position, die Hände drücken aneinander. Lege die Hände wieder nach vorn und nun komm ganz langsam mit dem Gesäß weiter nach oben. Stell die Füße wieder mittig auf, richte sie aus. Streck den Rücken lang bei einer Einatmung und bei der nächsten Ausatmung zieh dich weit in die Vorwärtsbeuge hinein. Lass dabei die Knie etwas weich und lass schließlich den Oberkörper locker aushängen. Bei einer nächsten Einatmung komm nach oben, Tadasana, die Arme ziehen weit zur Decke und bei der Ausatmung gehen die Arme zurück an die Oberschenkel.
Noch einmal tief einatmen, die Hände strecken zur Decke, ausatmen, Vorwärtsbeuge und dann komm langsam über den Vierfüßlerstand zur Kindposition zurück. Bleibe hier ganz entspannt, spüre nach und beende schließlich mit einem Namaste.